Hallo liebe Zuschauer, willkommen zu einem neuen weiteren Trading Tipp hier auf meinem Kanal. Heute geht es um die Bronze Pack Methode, eine Methode, die nicht viel verbreitet ist, aber sehr gut klappt, wo der Verlust eigentlich, es gibt keinen Verlust, der Gewinn ist halt je nachdem geringer als zum Beispiel bei den Goldspielern, die ich euch gezeigt habe. Ich zeige hier mal meine Transferliste, also ich mache das selber. Ja, nicht, dass es dann heißt, die klappt gar nicht, die klappt auf jeden Fall. Ich zeige es euch anhand ein Beispiel, aber ich will euch kurz was sagen. Es gibt manchmal solche Spieler, die wirklich echt gut, also wer einen guten Wert haben. Also ich habe jetzt keine mehr auf der Liste, die gehen immer sehr schnell weg. Zum Beispiel, es gibt Goldspieler, wenn die ein gutes Rating haben oder aus einer guten Liga kommen, die gehen für 1000 Coins weg, also wenn ihr mal bedenkt, ihr verkauft die Verträge, etliche Sachen, ihr macht aus einem 400 aus einem 400 Pack, also 400 Coins Pack, macht ihr um die 1000, über 1000 Gewinn. Und wirklich, diese Methode ist sehr gut, weil die geht ganz schnell, ja, müsst ihr einfach ein Bronze Pack öffnen, nur Bronze Pack, also achten darauf, nur ein Bronze Pack für 457 macht ihr keinen Gewinn, und das könnt ihr auch nicht bei den Silber oder Gold Packs machen, nur bei den Bronze 400 Packs klappt dieser Trading Tipp auf jeden Fall. Der kostet euch nicht viel Zeit, wenn ihr mal keine Zeit habt, könnt ihr das schnell machen, zum Beispiel über den PC, über die Companion App könnt ihr das sehr schnell machen, da braucht ihr auch nicht sehr, sehr viel Zeit. Auf jeden Fall zeige ich es euch mal, also Bälle, Trikots, Wappen, die stoße ich ab, den tue ich mal kurz hoch, also die Sachen stoße ich ihm ab, habt ihr schon 20 Münzen. Dann, wenn wir da kommen, Spielerverträge für 200 rein, 150 Startpreis natürlich, die Spieler und die Managerverträge kommen direkt rein, ihr seht es hier, die gehen immer zu 90% für 200 weg, also wenn wir bedenken, wir haben jetzt 4 Objekte für 200 verkauft, das macht dann 6800. Ja, habt ihr schon das Doppelte rausgeschlagen? Dann den machen wir auch weg. Und dann gibt es noch Spieler, also den würde ich jetzt halt nicht verkaufen. Aber die beiden können wir reinstellen. Und auf jeden Fall schaut auch manchmal nach, was die Spieler kosten, weil der spielt zwar in der zweiten Liga. Und manchmal ist es so, dass sie dann echt viel kosten. Auf jeden Fall, der wird weggehen, weil er ist Deutscher. Er spielt zwar in der zweiten Bundesliga, aber das will, er wird weggehen wegen des Squad Blink Challenges. Gehen die echt gut weg. Entschuldigung, und hier, der kostet auch 200, aber ihr denkt euch jetzt, die gehen noch nicht weg, die gehen echt weg, glaubt mir. Also 800 hatten wir gesagt, zwei Spieler noch, das macht dann 1000k, also 400 habt ihr jetzt investiert, und ja, und 1000k habt ihr erhalten, das macht einen Gewinn von 600, und innerhalb 10 Sekunden habe ich das gemacht. Und ja, die Spiele, die gehen echt gut weg. Ich habe es hier gelöscht, leider aus Versehen. Also ich zeige es euch auch im nächsten Video, dass es klappt. Und meine nächsten Trading-Tipps oder anderen Tipps und Tricks-Videos zeige ich es euch mal. Ihr seht es auch anhand Beispielen. Ich habe echt die Liste, die Transferliste war bei mir echt ganz voll, voller Bronze-Spielern. Also ihr seht hier die Spielerverträge, die Spieler. Okay, hinten, die klappen echt gut. Also deswegen habe ich fast gar keine, weil die immer sehr gut weggehen. Die gehen sogar mehr als die Goldspieler weg, logischerweise. Aber der Gering ist halt niedriger. Auf jeden Fall, das ist, da braucht ihr keinen Zeitaufwand. Deswegen zeige ich euch diesen Trading-Tipp. Der ist echt gut. Probiert den mal aus. Und da könnt ihr euch sehen, wie gut das klappt. Also wirklich, ich habe sehr viel Gewinn mit diesen Trading-Tipps gemacht. Wenn ihr Glück habt, kriegt die Spieler, die wirklich schon alleine nur der Spieler 1000k wert ist. Dann habt ihr sogar 2, 3k rausgeschlagen. Das ist wirklich ein super Trading-Tipp. Kann ich euch nur empfehlen. Das war es auch mit dem nächsten Trading-Tipp von mir. Es werden noch einige kommen. Entschuldigung. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ein Abo da lassen und einen Daumen nach oben würde mich freuen. Dankeschön fürs Zuschauen und ciao. Bis zum nächsten Mal.